das, glaube ich, ein bisschen ernster genommen als alle anderen mit dieser Hardcore-Geschichte. Für die anderen war es mehr Spaß, für mich war es schon so eine ernste Sache. Und eine Szene, wo ich dachte, hier gehöre ich hin. Das war durch die Musik, also Hardcore-Musik. Auf der einen Seite diese Punk-Attitüde und auf der anderen Seite sich aber dem klassischen New Future-Ding verweigern. Also irgendwie nochmal eine Gegenbewegung in der Gegenbewegung. Ja, Straight Edge wollte ich sein. Nicht rauchen, nicht trinken, kein Fleisch mehr essen. Wenn ich mich schon gesund ernähre und keine Gifte mehr zu mir nehme, dann sollte ich vielleicht auch anderweitig für den Körper was tun. Ja, und irgendwann bin ich losgelaufen. Vielleicht ist sogar das Laufen das. In gewisser Weise ist es ja auch eine Gegenbewegung gegen den allgemeinen Trott. Auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken. Der Wettkampf an sich war cool. Da wollte ich auch dabei sein, aber nach Zieleinlauf wollte ich meist nur weg. Im Ziel hatte das meist dann nicht mehr mit dem Sportverständnis zu tun, was ich entwickelt hatte. Diese Volksfeststimmung, also ich war Vegetarier und Nichttrinker und im Ziel gab es Bier und Bock oder Bratwurst. Und ich hatte zwar Trainingskameraden oder Trainingskumpels, aber mit denen hatte ich mir unabhängig vom Sport quasi nichts zu sagen. Weil über Splitzeiten und ähnliches, ja, das ist mir einfach zu unwichtig oder zu nebensächlich, um darüber ständig zu diskutieren. Und Willpower, da entstand dann doch eine Marke. Ja, die hat das so ein bisschen transportiert, das Ganze. Die Hardcore-Szene und die Sportszene wurden da ziemlich fest vereint. Dieses unterschwellig Positive. Ich denke sogar, dass dieser positive Grundgedanke vom Hardcore im Willpower-Team zu großen Teilen verwurzelt ist, aber mit dem Laufen selber jetzt gar nie wirklich zu tun hat. Also zumindest was den zwischenmenschlichen Umgang angeht. Da existiert meiner Meinung nach eher diese Hardcore-Attitüde. Das Laufen ist der Klebstoff der Verbindung. Aber die einzelnen Charaktere sind schon eher durch dieses Hardcore-Ding geprägt. Aber ich denke auch, dass das so unterschwellig mitschwingt und dass das auch ansteckt. Für mich ist das, was jetzt das Ganze so gut macht, dass wirklich echte Freunde, die auf beiden Ebenen da sind. Das macht das Ganze um ein Vielfaches lohnenswerter.